Eine traditionelle syrische Hochzeit ist in Schleswig-Holstein völlig aus dem Ruder gelaufen. 60 Personen haben gegenseitig auf sich eingeschlagen mit Schaufeln und mit Schläuchen. Natürlich nichts Neues im besten Deutschland aller Zeiten, würdet ihr sagen. Aber wir haben natürlich ein Video davon, von dieser Massenschlägerei. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich möchte nochmal mich bedanken für die 100.000, die wir letzte Woche erreicht haben. Und ja, ich bin gerade im Urlaub und dieses Video hat mal wieder auf etwas Freischaltung warten müssen. Aber es lohnt sich, wie gesagt, eine Massenschlägerei bei einer traditionellen syrischen Hochzeit. Was ist passiert? Im Städtchen Rendsburg in Schleswig wollten hier eine syrische Großfamilie eine ganz traditionelle Hochzeit feiern. Es gab allerdings dann Unstimmigkeiten, infolge derer es hier zu dieser Massenschlägerei gekommen ist. Es gab Streit zwischen der Familie der Braut und der des Bräutigams. In einem Saal, wie sie sagen, dabei ist es ein leerstehendes Haus, was aktuell zum Verkauf steht, das haben sie sich hier angemietet, haben dann noch Matratzen dort hineingeschleift und dort gefeiert. Denn diese Familie ist anscheinend wirklich global umspannend. Es kamen Familienangehörige aus Schleswig, aber auch aus Schweden, Bulgarien, Hamburg und sogar aus Amerika in den Kattenhunder Weg in Rendsburg. Eine traditionelle syrische Hochzeit bedeutet, Männer und Frauen feiern in getrennten Bereichen, doch der Vater der Braut wollte wohl zu seiner Tochter. Dabei gab es mit der Familie des Bräutigams dann Stress und es gab zuvor Handgreiflichkeiten. Am Ende war es dann eine Massenschlägerei mit 60 beteiligten Personen und wir können uns hier dieses Video einfach mal ganz kurz anschauen. Solltet ihr dieses Video gerade nicht gesehen haben, dann hat mich YouTube dazu gezwungen, es hier rauszuschneiden. Dann müsst ihr das jetzt auf meinem Telegram-Kanal finden können. Ich hoffe allerdings, es ist hier noch gewesen. Ich weiß das immer erst Tage, nachdem das Video geprüft wurde von YouTube. Deswegen entweder hier oder in Telegram. Die Links findest du natürlich unter diesem Video. Und da sehen wir wieder einmal, welche Bereicherung es uns gebracht hat, dass wir hier traditionelle Hochzeiten anderer Kulturen ausführen lassen und feiern lassen. Und am Ende endet das mal wieder in völliger Eskalation, in völliger Gewalt. Und die einen werden sagen, die Traditionen derer, die hier zu uns gekommen sind, die habe ich nicht zu kritisieren, die habe ich zu akzeptieren. Und da muss ich klipp und klar sagen, wo hier Männer und Frauen getrennt werden, muss man sofort einschreiten und dabei stehen und sagen, unter dem Deckmantel einer Tradition eines anderen Landes dürfen hier niemals die Rechte der Frauen leiden oder beschnitten werden. Und das ist im Zweifel immer wieder der Fall, denn in solchen Kulturen sind Frauen keine Menschen erster Klasse. Wir sehen das immer wieder und jeder, der das leugnet, der hat sich mit diesem Thema nicht befasst. Es bleibt jetzt spannend abzuwarten, ob sie davon in den Medien hier noch weiter berichten. 4 Personen wurden im Krankenhaus behandelt. Autos standen quer auf der Straße. Sie haben gegenseitig aufeinander eingedroschen. Ihr habt das ja gerade gesehen. Inzwischen hat man 8 Beteiligte ermittelt, obwohl es über 60 gegeben haben soll. Die Polizei in Rendsburg, sie bittet natürlich um Mithilfe. Und wenn ihr da Hinweise habt, weil ihr zufällig Teil dieser Großhochzeit gewesen seid, dann könnt ihr euch ja gerne dort melden. Es ist der völlige Wahnsinn, muss man sagen, was in diesem Land inzwischen als völlig normal und akzeptabel täglich auf unseren Straßen passiert. Und das war jetzt wieder eine Attacke, bei der es gar kein Messer gegeben hat. Und deswegen geht sie dann am Ende in der Statistik wieder völlig unter, weil sie sich auch hier nicht ehrlich machen und uns immer wieder versuchen, durch Taschenspielertricks, durch Statistiktricks irgendwelche Dinge vermitteln zu wollen, die gar nicht das geschilderte Problem überhaupt adäquat abbilden. Das Beste ist ja, wenn einer mit einer Axt rumläuft oder einer Machete, dann zählt das nicht zur Messergewalt, denn das sind Hieb- und Stichwaffen, wie sie es nennen, und auch da wird dann nur einkategorisiert in Hieb- und Stichwaffe. Es müsste hier einfach die Lagebilder geben, explizit nach den verwendeten Tatmitteln. Es müsste ein Bundeslagebild der Machetengewalt geben. Es müsste ein Bundeslagebild der Messergewalt geben, das gibt es wohl, aber ob das jetzt am Ende arbeitstauglich ist in seiner Ausführung, sei mal dahingestellt.
Wir wissen nur inzwischen, dass es gang und gäbe ist, auch hier in Berlin-Neukölln, dass bei Großhochzeiten auch mal offen auf der Straße mit Autokorsos dann die Straße blockiert wird, dass dort geschossen wird und sonstige weitere Rituale vollzogen werden, die wir unter dem Deckmantel der Toleranz ertragen müssen und sollen. Und ich sage immer wieder, wer unter dem Deckmantel der Toleranz es zulässt, dass eine intolerante Gesellschaft heranwächst, der wird am Ende eben Opfer genau dieser Toleranz, die er immer vorgepredigt hat. Denn sind es nicht die Rechten oder die Faschisten, wie sie immer sagen, die dann den Grünen und den Linken hier ihre Meinung und ihre Gesinnung verbieten? Nein, dann sind es eben die archaisch geprägten Männer aus dem arabischen Kontext, wie sie hier zu uns wandern. Diese Phänomenbereiche sind inzwischen kriminalitätstechnisch sehr gut untersucht. Und wir wissen, dass hier auf jeden Fall viele zu uns kommen, die uns am Ende auch Probleme bereiten. Ob das Ganze dann am Ende einem größeren Plan folgt oder nicht, werden wir erst in der Zukunft herausfinden können. Denn immer kommt irgendwann die Wahrheit ans Licht, so wie auch bei Nord Stream irgendwann die ganze Wahrheit ans Licht kommen wird. Wir wissen selbst heute bei JFK noch nicht alles ganz genau, doch wir wissen ziemlich viel über den Zweiten Weltkrieg, auch wenn das einige immer nicht hören wollen. Ja, Geschichte haben Sieger geschrieben, aber es gibt inzwischen so viele wissenschaftliche Untersuchungen, dass wir ganz genau wissen, wer damals die Kredite gegeben hat und so weiter und so fort. Es waren dieselben Personen, die Adolf Hitler Geld geliehen hatten, die auch das amerikanische Land-Lease-Programm für die Russen aufgelegt haben, damit sie ihre Ford-LKWs bauen konnten. Fernab vom Thema im Zweiten Weltkrieg, aber wir sehen hier quasi Krieg auf deutschen Straßen, offen ausgetragen. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder schon gesehen habt von der Massenschlägerei im Gerichtssaal in Essen. Auch spannende Bilder. Oder ob ihr das gesehen habt mit dem Hitlergruß in Berlin auf der Großdemonstration. Das ist es, was in diesem Lande tagtäglich abgeht. Und das ist es, was uns am Ende hier den Wohlstand kosten wird, die Sicherheit kosten wird und vor allem dann die Lebensqualität. Und wenn sie uns die Lebensqualität nehmen, dann sinkt die Lebenserwartung. Und dann haben sie am Ende gar kein Problem mehr mit ihren Renten, wenn wir alle früher den Löffel abgeben. Ich frage mich nämlich inzwischen, ob das nicht ernsthaft eine Überlegung ist, in ihren vielen ideologischen, verblendeten, katastrophalen Zuständen, die sie hier an den Tag legen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir das jetzt noch ertragen müssen. Ich weiß nur, wenn wir es mit etwas Humor nehmen können, dann ist es etwas besser erträglich. Ernste Themen, die wirklich todernst sind und niemand nimmt es ernst, selbst die Politik nicht, da kann ich dann manchmal nur lachen, denn ansonsten müsste ich weinen oder mich zu sehr aufregen. Ich bin gespannt auf deine Meinung hierzu. Wie gesagt, wenn du das Video hier nicht sehen konntest, dann schau mal bei Telegram vorbei. Ansonsten sage ich, abonniere diesen Kanal, auch meinen Zweitkanal Auswandern mit Kopf. Wirklich spannende Themen, interessante Videos, die ich da für euch mache, alles völlig kostenlos. Und damit sage ich, ciao, bis bald, bis zum nächsten Video.